Ist es hier zu dunkel oder müssen wir hier mehr mit Licht ausbauen? Ich meine, können wir alles machen? Wir sind ja keine Unmenschen. So, ne? Sollte aber jetzt auch mal endlich reichen, finde ich. Wir brauchen immer noch Spitzhacken. Und wir müssen uns jetzt welche craften. Wir machen uns jetzt mal eine Eisenspitzhacke. Ich finde das ganz cool. Ich muss nochmal eben kurz... das Schwert holen. Ich muss mal eben kurz hier den Dings hier wieder wegtun. Und die Eier können wir auch erstmal mit da rein tun. Ein Grasblock. Wow, wir haben einen Grasblock. Eisen. Wir brauchen... was haben wir denn an Eisen? 40. 3. 1, 2, 3. So, machen wir halt zwei Eisenspitzhacken. 2, 2. 2, 2, 2, 2. Und dann ertüchtigen wir uns mit einem erfolgreichen... hast du nicht gesehen. Ja, einem erfolgreichen Lack und Leder. Fetischisten oder so. Wie man diese Leute auch immer nennt. Wolle. 64 Wolle. So. Gut, sieht jetzt nicht aus wie die Welt, aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass es was werden soll. Da haben wir zwei. Müssen wir hier noch und hier noch und hier noch und hier noch. So. Gut, dann ist halt einer am Baum. Und jetzt müssen wir halt gucken. Zwei, zwei. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kommt dann das sechste hin, ne? So. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Drei, sechs, eins, zwei, neun. Neun, hier zwei und da runter quasi. Dass du also hier ungefähr so ein, ne, Dings halt hast, wo du halt immer sehen kannst, oh, da war ja was. Da muss was hin, definitiv. Und wenn da nichts ist, dann kann auch nirgendwo anders auch was sein. Hier müssen wir noch kurz die Wand abklatschen. Jo. Gut, hier machen wir den Stein einfach weg, dann sieht's keiner. Dann machen wir hier ein bisschen Erde dran. Und dann fangen wir mal schon mal an zu pflanzen. Ah ne, wir müssen ja erst noch... wir müssen ja erst noch hier... hallo! Hier, so Löcher machen. Löcher machen. Das erinnert mich gerade an SpongeBob. Kennt ihr das? So SpongeBob. Dam, dam, daram, dam. Ah,
Ah, yeah. Aha. Aha. Hier noch einen rein und dann hier noch einen rein. Und hier noch und da noch und da noch. Und dann hier noch und da noch und da noch. Und hier und hier und hier. Dann noch hier. Hier und hier. So. Ja, ist so eine coole Baumschule. Kann man sich doch nicht beschweren. Und hier machen wir natürlich alles ab hier. So ein Gehen tut die dann bis hierhin. Ich mach mal eben, damit man ungefähr sehen kann, wie ich das meine. So, ne? Sieht doch schon mal gut aus, ist doch schon mal... Kann man doch viel mit anfangen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Haben wir 7 da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben. Die müssen wir natürlich auch noch abschlagen. Alles ab da. Bam. So. Ach, ist das schön. Jetzt wollen wir Stein abholzen hier für Arme. Und das wird eine creeperfreie Zone. Hier, ne? Wir müssen auch mal Nachtschichten einlegen oder so, denn wir müssen diese Baumschule jetzt fertig kriegen. Aber wahrscheinlich schaffen wir es in dieser Folge nicht mehr. Ich nehm's mal an, dass wir es in dieser Folge nicht mehr schaffen, denn es wird auf jeden Fall schwierig. Also ich kann euch nichts versprechen, aber zumindest haben wir schon mal so grob alles vorbereitet, dass wir also nicht irgendwie jetzt, nur doof da stehen und irgendwie nichts machen oder nichts zu tun haben. Oder hast du nicht gesehen? Ja, also wir haben auf jeden Fall irgendwie mal was zu tun. So lala halt, ne? Und da hinten. Und da. Und kein Mensch dran. Na, komm ich dran? Hallo? Ja. Schön, haben wir das doch auch noch. Machen wir eben die Schaufel kaputt. Schaufel geh kaputt. Da sind auch noch Steine. Die müssen wir noch alle mitnehmen. Die lassen wir natürlich nicht da. Und gleich haben wir es geschafft. Dann sind wir durch. Und dann gibt's erstmal einen Schnaps. Nee, vor der Arbeit natürlich nicht. Wie gesagt, ich muss gleich noch arbeiten. Leider. Bis 6:30. Und das heißt, ich bin um 6:45 erst wieder zu Hause. Und wird's gerade dunkel? Nee. Das sah gerade so aus, als würde es dunkel werden. Das wäre natürlich ein Horrorszenario gewesen. Da ist Kies. Aha. Kies, okay. So. Ja, sieht doch schon ganz tollo aus. Kann man doch auf jeden Fall was mitmachen. So halbwegs halt.
Ich schlage hier nochmal eben den Stein ab. Jetzt wird's dunkel, ne? Müssen wir uns beeilen, sonst sind wir hier gleich voll im Arsch. Voll im Arsch. Wenn es dunkel ist, sind wir voll im Arsch. Voll im Arsch hier. Im Arsch von hast du nicht gesehen. So. Ja, ich beeile mich ja schon. Komm, wir haben es ja gleich geschafft. Mit einer Eisenspitzhacke geht's halt etwas schneller. So. Und ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt schlafen zu gehen. Aber ich habe auch irgendwie keinen Bock, dass uns der Creeper ja... der Creeper jetzt den halben Arsch irgendwie wegfetzt oder so. Deshalb würde ich mal sagen, wir sind eh schon fast halb am Verhungern. Laufen wir mal eine Runde. Und ab ins liebe Haierbettchen. Ah. So, was wie schon morgen? Ach, na toll. Schon morgen. Das sieht übrigens rechts oben auf der Minimap, sieht das echt geil aus, wie wir da unser Dings gemacht haben. Sieht echt witzig aus irgendwie, voll ulkig. Dam, dam, dam. Ramba, zamba, damba, damba, ramba, damba, dam. So, dann machen wir das hier nur eben schnell weg gleich und dann würde ich sagen, ziehen wir noch eben den Zaun und dann sind wir auch erstmal fertig, denke ich mal, wie schon gesagt, also komplett Bäume pflanzen schaffen wir in dieser Folge nicht mehr. Oder wir machen noch eine, also wir machen 1,5 Stunden. Aber das wird dann etwas knapp, obwohl das Dürf müsste vielleicht auch hinhauen, dann würde ich einfach sagen, dass wir dann noch einfach noch 2 weitere Folgen mit dazu machen. Dann habe ich ja noch 1/4 Stunde, um zur Arbeit zu kommen. Das passt noch. Soweit ist die nicht entfernt. Das geht eigentlich ziemlich zügig. Und ich muss ja eh auch erst kurz nach 12 oder so aus dem Haus. Und wir haben jetzt 15:15, dann hätten wir 15:15 und dann passt das. Also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Wenigstens ihr habt euren Spaß und wir machen unsere Baumschule jetzt hier fertig. So, dann habe ich die nämlich aus dem Kopf und dann muss ich nicht weiter rumjammern. So, warum hat das Idiot keine Baumschule gemacht? Dann heißt es wieder später, ja Sirius, du hast 1000-mal gesagt, du machst die Baumschule. Und wir sind jetzt schon in der 150. Folge oder so und du hast immer noch keine Baumschule gemacht. Ne, und dann stehe ich da wieder wie der Depp vom Eimer. Ja, vom Eimer. Sirius, der Depp vom Eimer. Ey. Nee. Also ich bin ja hochintelligent, ne? Haben meine Lehrer auch immer gesagt, ne? Ja, Herr Stahlberg, Sie sind ja so hochintelligent. Ich verstehe gar nicht, warum Sie eigentlich nicht aufs Gymnasium gekommen sind. Ich so, tja, das verstehe ich auch nicht. Fragen Sie mal meine Eltern. Damals war der kleine Sirius nämlich noch ein kleiner Bubemann und war nämlich erst, hallo? Und war nämlich erst, ich muss mal überlegen, wie alt war ich denn da? Ich war, glaube ich, erst 11 oder so, 10 oder 11 war ich und also bin ja in die 5. Klasse gekommen und mit 11 oder 12 kannst du ja noch nicht viel machen, ne? Da bist du ja noch, wie Mama sagt, ne? So, Mama sagt, mach. Und ich entscheide für meinen Sohn und hast du nicht gesehen, ne? Also Mamas Liebling und so und... Also ich sag euch, ganz schrecklich. Wir nehmen dir mal ein bisschen mehr mit. Ich nehme mal nochmal 2 mit. So... Sicher ist sicher, weil ich habe hier auch irgendwie keine Lust, immer 1000-mal zu laufen und deshalb nehme ich mal alles mit und... Alter, es wird eine große Baumschule. Doof ist natürlich, dass wir hier nicht alles mit Zaun machen können. Aber scheiß drauf, was soll der Geiz? Wir haben's ja.